Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal Mr. Schnitz, wie man mich jetzt auch mittlerweile schon gelegentlich nennt, Mr. Schnitz, aber mit bürgerlichem Namen heiße ich natürlich Simeon Decker und ich bin von Beruf Bildhauer, lebe hier in Berlin und betreibe diesen schönen Kanal und ich freue mich, dass du ihn entdeckt hast und du kannst diesen Kanal natürlich kostenlos auch abonnieren und ein Abo dalassen, dann verpasst du hier kein neues Video, was hier jede Woche erscheinen soll. Also in der Regel am Freitag soll hier immer ein neues Video kommen. Worum geht das Ganze so? Es geht natürlich um die Bildhauerei, um das plastische Gestalten, wie es hier auch oben in dieser Headline drin steht, also plastisches Gestalten, das will und soll mich hier beschäftigen. Hauptsächlich geht es um das Thema Holz und dieses Gestalten eben mit Holz, aber in einer handwerklichen Art und Weise, also handwerkliche Herangehensweise. Ich zeige eben in der Regel immer handwerkliche Aspekte meiner Arbeit. Zum Teil lasse ich da einfach die Kamera mitlaufen, was ich eben so fabriziere hier und mache oder was ich auch für Aufträge habe und wo ich dann auch mal an eigenen, eher künstlerischen Arbeiten dann arbeite. Also ich arbeite auch an Ausstellungen und gehe so ein bisschen in die Richtung Kunst und das kann auch sein, das entwickelt sich dann irgendwie immer mehr in diese Richtung, ist auch möglich. Und handwerkliche Aspekte tue ich natürlich auch weiterhin mit da reinpacken, weil mir das einfach Spaß macht. Und hier läuft eben dann auch das, worauf ich Lust habe, was ich hier gerne zeigen möchte, worauf ich Bock habe, um es mal so salopp zu formulieren. Ja, schön, dass du das hier entdeckt hast. Verfolge es gerne weiterhin und dann kommen wöchentlich die neuen Videos, kannst du dir immer anschauen und kommentiere auch die Videos gerne, wie sie dir gefallen, was du für Anregungen, Fragen an mich hast. Ich werde natürlich auch nicht immer alles beantworten können, aber ich meine, die Zuschauer können sich ja auch untereinander gerne mit dann über diese Fragen austauschen und das, was eben sehr interessant ist für mich und was dann vielleicht sogar mal so interessant ist, dass ich daraus ein Video machen möchte, kann dann hier auch gerne mal Verwendung finden. So wie es in der Vergangenheit auch schon gewesen ist und was dann eigentlich auch das Beste ist, wenn die Community, die zuschaut, dann Anregungen und Fragen hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal viel Spaß hier beim Stöbern, bei den ganzen Videos, die sich mittlerweile schon angesammelt haben. Und es sollen weitere hinzukommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß hier auf diesem Kanal und wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Und bis dahin dann. Ciao, bis zum Wiedersehen.